Mit Duft. Dann hör doch mal auf damit, das erzähle ich dir und nicht der Kamera. Erzählt der Kamera. Nein. The face is not Stell dir listen. vor, es wäre der Mann. Genau, ich bin dein Mann. Interessiert doch keinen Menschen. Kleidersäcke mit Duft dran, das interessiert keinen Menschen. Ich werde verrückt, mich interessiert das brennend. Was für ein Duft? Antimottenduft. Also ich dachte Lavendel. Antimotten. Okay. Gut, dann muss ich ja gleich los, wa? Ja, ich muss jetzt jemanden, fängt um 9 Uhr an, auch einloggen. Okay. Na denn. Und dann sehen wir ja, was passiert. Ob heute ein besserer Tag wird, also vom Wetter her schon mal einmalig. Yippie! Der erste Auftrag und dann gleich nach Öffnen. Ich werde verrückt. Was haben wir denn für ein Defekt hier? Also, zeig euch mal ein wunderschönes Cannondale Cut 3 Rennrad. Äh, 1997. So, und hier ist, weil vermutlich der Kollege den Kinderhänger hier dran hat, sind irgendwelche Kräfte entstanden, meint er. Kann durchaus sein. Aber ich denke, es kann auch einfach Materialermüdung sein, zu hohe Speichenspannung etc. Ja, weil, wie gesagt, das ist von 97 auch der Draht. Also, und dementsprechend gefahren. Da ist einfach mal das Laufrad durchgeballert. Aber ich weiß nicht, ob natürlich die Laufräder noch von 97 sind. Das ist ja auch mal dahingestellt. DT Swiss Onyx. Oder ob die diese Macke haben, dass sie hier ausreißen. Ne? Der Felgenflansch, Quatsch, der Narbenflansch ist einfach ausgerissen. Einfach zack, weggebröselt. Irre. Guck mal, ob ich überhaupt den Zahnkratzer noch abkriege. Ja, doch, kriege ich ja. Muss ich aber gegenhalten. Also, das wird noch hin. Kurzum, er braucht ein neues Hinterrad. Dann fange ich mal gleich an. Richte mir mein Haupthaar. Und werde jetzt. So. So, so, so. Man will jetzt beginnen. Noch einer? Ne. Bremse öffnen. Kommt mal mit nach vorne, könnte besser. Also, Bremse öffnen hier an dem Hebelchen, ne? Nach oben. Ist Bremse offen. Schnellspann öffnen. Laufrad entnehmen. Dann Schnellspanner abschrauben hier.
dann diesen Zahnkranz entfernen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Tada! Zack! Tada! Der Zahnkranz kommt natürlich aufs neue Laufrad wieder auf. Jetzt kommt noch die Decke ab. Tja, wenn wir hier im Rennstall wären, mit Pantani, dann hätten wir natürlich alle Teile da. So muss ich jetzt erstmal bestellen. Obwohl, mir fällt gerade ein, ich habe meine Räder da. Oh, und sein Glück, die sind so ja richtig rund gebremst schon. Hier, die wölben sich nach außen. Per. Tada! Ein geiles Laufrad. Yay! Habe ich da mal. Ich habe mir ja vor, im letzten Jahr noch, fällt mir ein, oder fiel mir denn ein, habe ich ja noch zwei Laufräder geordert. Ein silbernes und ein schwarzes. Ich wusste schon warum. Einfach mal um es da zu haben. Ne? Irgendwie. Und zack, ist natürlich viel geiler. Weil jetzt wird einfach umgebaut und das war's. Tja, so einfach ist es. Kommt hier ein Hochdruckfelgenband rein. Tada! Tatar! Le Tatar! Dann kommt der Reifen wieder rauf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Ey, natürlich schwer bei der Felge. Umso schmaler die Felgen, umso schwerer geht so ein Reifen rauf. So, jetzt. Okay. Wir mal an.
Da wird natürlich noch ein bisschen nachgepumpt. Das ist noch zu weich. Aber schön. Oh. Der Reifen kommt aber auch ein bisschen. Cool. Dennoch cool. So. Kassette drauf. Bringt nicht über das Herz, die einfach so rufen. Das habe ich steuert. Aber los ist's. Sauber. So kann ich ihn aufbauen. So eine geile Nummer. Gut!
Keine Ahnung. Irgendwie schleift es, aber doch nicht. Also, kurios. Na klar, dann machen wir mal die Vollschaltung. Klar! Pump fertig! Bremse wieder zu. Fertig! Schöner Auftrag! Das freut! Schön, das freut auf alle Fälle. So, erster Auftrag erledigt und der Kaffee ist noch warm. Okay, liebe Leute, also heute wohl einer meiner Glückstage hier in diesem Jahr, weil ich darf dieses Rad aufbauen für einen Kunden. Dieses Rad ist eins von meinen, was ich schon mal angefangen habe aufzubauen, aber er möchte das ein bisschen anders haben. Also ich habe es nur angefangen und nur lose reingesteckt. Alles. Deswegen, also Rahmen, den Rahmen möchte er, die Gabel möchte er, Vorbau soll ein höherer ran. Steuersatz bleibt natürlich und diese schönen Teile, Raceface-Garnitur möchte er haben und so weiter und so weiter. Und der Rest kommt komplett XT aufgebaut. Und da muss ich mal sehen, was ich denn im Netz auch kriegen kann an XT-Teilen und so weiter. Ich habe schon den perfekten XT-Laufradsatz da. Ja, habe ich nämlich von Irene den jetzt am Samstag, ne? Dass ich so einen XT-Laufradsatz mir besorgt habe. Für den ich schon über 100 Euro bezahlt habe. Und hier ist er. Tippitoppi in Ordnung, also was für ein geiles Stück, Mavic 230er. Er möchte ein bisschen schmalere Decken drauf haben, das passt natürlich perfekt. Ich muss bestellen, also dann machen wir erstmal, dass wir das alles beiseite stellen.
Anna Linker, Anna Foro. Naja, stimmt ja, September. Oktober. Ja, man muss den Leuten einfach auch, man muss die auch an der Leine nehmen. Na, dich muss ich an der Leine nehmen. Mach doch nur. Wenn hier eine Frau kommt, muss ich echt aufpassen auf dich, ey. Dann machst du alles umsonst. Nee, du weißt ja nicht, aber. Nicht kalt. Okay, zweiter Auftrag heute. Das erst um fast 18 Uhr hier. 5 vor 6. Bremszüge. Oh nee, tu mir das doch nicht an. Na Gott sei Dank. Na, das passt nicht wegen dem. Aber das können wir ja andersrum drehen. Verderb. So, und dann schleifen wir das noch ein bisschen runter. So. Haben wir. Das wäre auf alle Fälle die bessere Variante hier. Per. Was ist das denn? Speicher fehlt? Ich will jetzt wie speichern, also kein Wunder, dass das so bescheiden läuft.
unter die Scheibe, das ist schon mal gut. Den, plus den können wir hier ansetzen. So, Licht erledigt. Das war jetzt gar nicht die Aufgabe. Das sollte nur so, wenn du auch noch schaffst, dann das nebenbei. Aber ihr wisst ja, wie das so ist. Zuerst mal das. Weil jetzt so nebenbei, immer diese Nebenbei-Sachen. Das fällt mir manchmal so doll auf. So, lass mal sehen. Okay. Haben wir